meine Lieben. Oh. Jetzt. So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Diamant Edition. Und zwar, ich habe jetzt offscreen ein wenig unser gutes Shinux ein bisschen gelevelt. Jetzt ist es genauso wie Plimpfer Level 8. Sehr, sehr schön das Ganze. Und ja, jetzt können wir auf der Route weiter zocken. Haben wir im letzten Part die Folge beendet, nach ein bisschen Leveln. Und es stellt sich ein Bilitzer auf Level 4 entgegen. Gut, da müsstest du jetzt inzwischen fertig werden. Er hat im Übrigen jetzt auch inzwischen auch Silberblick erlernt. Was? Genau, Silberblick erlernt. Was die Verteidigung senkt. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Somit sollte Bilitzer kein Problem werden. Auch zum anderen auch, weil ich halt doppelt so hoch gelevelt bin als er. Das ist ja kein Problem, denn müsste eigentlich too good down sein. Ja, definitiv. Definitiv. So, was mal, ja, ein Schaden. Luftbild und Scheiß. Und auf Wiedersehen. Im Übrigen habe ich mir auch offscreen mal kurz die Stats meiner Pokémon angeschaut, also von Shinux und Plinfa. Und ja, wirklich bei Plinfa, der ist halt wirklich ein physischer Angreifer. Als ein spezieller. Und obwohl wir Dings Shinux bin ich mir nicht mehr so sicher, da müssen wir jetzt mal kurz reingucken. Genau hier. Er ist auch ein physischer Angreifer tatsächlich. Spezialangriff ist 3 tiefer. Von den Wesen her, übrigens kaut sich bei hier Shinux und Pfiffig bei Plinfa. Ich habe, falls ihr irgendwie wissen wollt, was diese Wesen auf sich haben bei den Stats. Fragt mich nicht, ich habe selbst keine Ahnung. Ich kenne mich da mit den Wesen überhaupt nicht aus. Immer wenn ich Pokémon spiele, ist mir das eigentlich scheißegal, welches Wesen die haben. Gibt da einige Experten, die sich da auskennen und so und wissen ganz genau bei den Wesen, welcher Stat gesenkt und welcher erhöht wird, weil es ist ja bei den Stats immer so, für die es nicht wissen. Sind immer alle Stats so standardmäßig und 2 sind halt bei den Wesen speziell und einer wird halt extrem erhöht während dem Leveln und einer wird speziell nicht erhöht. Wie gesagt, und das ist halt bei jedem Wesen anders. Dementsprechend eine andere Kombination. Aber wie gesagt, ich weiß die ganzen Kombinationen nicht. Ja, keine Ahnung. Deshalb weiß ich auch nicht, welches perfekte Wesen für Shinux oder für Plinfa wäre. Da gibt es halt auch so verschiedene perfekte Wesen mit den halt verschiedenen guten Movesets. Aber ich habe keine Ahnung, ich will einfach mit euch das Spiel nochmal genießen und ja, scheiß auf diese verdammten Wesen oder auch Moveset. Ich werde mir einfach irgendein Moveset zusammensetzen, was ich gerade für gut empfinde. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, das ist mir eigentlich scheißegal. Also brauche ich da jetzt nicht in den Kommentaren haten oder so. Hey, wie scheiße bist du denn? Ja, es tut mir leid, ich kann nur das nehmen, was ich für gut empfinde. Und ja, darf ich es erst sehen und check und sowas an. Aber wie gesagt, zukünftig, falls ich da irgendwie so ein scheiß Movements habe, die nur ich gut empfinde, wollt ihr nicht gleich loshaten? Ich bin jetzt nicht gerade der beste Pokémon-Spieler. Muss man dazu sagen. So. Dieser Trainerkampf. Diesmal ein Girl. Ja, komm, ich brauche jetzt eigentlich das ganze Labern hier vorliegen. Aber erstmal habe ich es mal ganz gut gemacht. Aber jetzt labern die eher ingenommen Müll. Höre Nadine. Was hast du denn so? Bilitzer. Anfangs ist es halt nur so ein Müll. Bist du mal so. Wahrscheinlich ist das andere dann hier Charalili. Nee, ich wollte eigentlich Silberblick spielen, aber. Na, ich kann jetzt immer noch Silberblick spielen. Bin mir zwar nicht sicher, ob. Mit der Mauer. Ich weiß nicht, ob er den jetzt immer noch down kriegt mit einem Silberblick. Wo kommt der jetzt Level 3? Er müsste eigentlich trotzdem mit einem Silberblick gewonnen werden mit Tackle. Ich will trotzdem noch einen Schaden. Da war jetzt gerade eben wirklich nur der Crit schuld, wo ich jetzt so viel Schaden genommen habe. Okay, es reicht. Gut. Wie gesagt, er ist halt ein physischer Angreifer und deshalb ist Grund halt stärker. Aber halt auch in halt nichts anderes. Also, ich habe auch keine andere Wahl. Die ganze Zeit rum zu spielen. Was hat er jetzt? Scheiße, ich habe es nicht drauf geguckt. Keinen Fehler machen.
noch ein Beater, okay, ist egal. Das ist egal. Ich hätte auch wieder zu Plinfa rübergehen können, wegen Erfahrungspunkte. Plinfa will ja schließlich auch Erfahrungspunkte kriegen. Ist ja nicht so, dass ich hier nur Scheinungs aufleveln will. Schließlich will Plinfa ja auch wieder eingesetzt werden. Scheinungs habe ich ja jetzt lang genug gelevelt. Und Scheinungs ist auch langsam im Arsch. Ich glaube, ich wechsle. Ja, doch. Ich wechsle. Das wird zu riskant. Ich muss Scheinungs hier noch spüren. Scheinungs hält noch einfach zu wenig aus. Seine Verteidigung ist irgendwie nicht so gut. Wann ist einfach nur die Critical Hits? Vielleicht habe ich einfach nur die Critical Hits einfach fertig gemacht. Ich weiß es gerade nicht. Wow. Oder was ist das? Nee, war es nicht. Wow. Plinfa, wie krass okay bist du denn? Da ist dann jetzt die P jetzt halt aufgeteilt. Ja, jetzt. Sonst hätte es für Plinfa für ein Level abgereicht, aber ja. Egal. Beide sind auch nicht Level aufgestiegen. Beide müssten jetzt kurz vom Level abstehen. Geht zurück. Hier lang weiter. Übers hohe Gras. Oder durchs hohe Gras. Oder ja. Hier gibt es noch einen Shinox. Auf Level 4. Na dann. Mach es mal schnell fertig. Obwohl, nee, das ist ja wirklich. Ah, scheiße. Ich muss kurz durchpacen und zur kurzen Pokémon Center gehen, wenn ich unbedingt noch ein bisschen leveln will. Obwohl, scheiße, es kommt ein Trainer entgegen. Fuck, da ist noch einer. Nein, du wirst nicht gewinnen. Hoffentlich. Ich werde auch nicht zulassen, dass du Shinox ownst. Oh, Pokémon hat auch noch ein eigenes Shinox. Hi. Level 5. Da mein Shinox total im Arsch ist. Nee, gehe ich das Risiko nicht ein. Scheinbar hat er zum Anfang auch keine Elektroattacken, deshalb dürfte der Switch kein Problem sein. Genauso wie ich nur tackle können. Höchstens halt hier Silberblick. Aber es Blubber hätte. Ist egal eigentlich, oder? E-Fund, weil er ist halt ein physischer Angriff, deshalb ist Fund stärker. Aber ich blubber auch nicht sehr effektiv auf Elektro. Ich bin mir da jetzt tatsächlich nicht sicher. Aber es ist eh egal, ich werde eh auf Fund gehen, weil Fund halt stärker ist. Wegen halt der hohen physischen. Wegen dem hohen physischen Angriffswert und das ist auch noch ein Critical Hit. Wow. Dann ist er safe down. Auf Wiedersehen. Und ja. Keine große Frage. Flint wird Level 9 erreichen. Wenn nicht sogar, ja, auch Shinox, Level 9. Gibt's aber gleich auf. Oder er lernt Ladevorgang. Dabei kann man, glaube ich, hier den speziellen Angriff boosten. Glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, ich bin richtig wow, auf jeden Fall. Ist das Pokédollar? Geiler Scheiße. Muss ich jetzt tatsächlich jetzt nachgucken, weil ich weiß jetzt tatsächlich nicht. Bericht. Moveset. So. Ja, lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf. Erhöht die Spezialverteidigung. Ach! Lädt Energie für die kommende Elektroattacke. Ach, nur Elektroattacke. Ja, dann bringt das mir bei Tackle nichts. Und erhöht halt die Spezialverteidigung allerhöchstens. Das ist auch schon geil. Also bei speziellen Angreifern kannst du dich damit echt gut boosten. Da kann er nicht nur die Verteidigung des Gegners senken, sondern auch seine Verteidigung erhöhen. Wow, was für ein Monster. Nein, eigentlich nicht. Aber für den Anfang ist es eigentlich schon ziemlich gut, oder? Come on. Muss er jetzt zwar noch nicht hier jetzt groß entscheiden, weil ja. Man muss ja erst groß entscheiden, sobald man 4 Attacken voll hat und dann die nächste kommt. Dann muss man sich entscheiden, welche man rausschmeißen will oder ja, ob man alle 4 behalten will. Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere sieht man nur nachts. Ich werde so lange hier warten, bis ich jedes einzelne Pokémon gesehen habe. Na dann, viel Spaß auch dabei. Was haben wir hier? Einen Trank. Bräuchte... Danke für die Unterbrechung. Bräuchte mein Shinox, aber da ich gleich mit der nächsten Stadt rechne, lohnt sich das jetzt nicht, den jetzt auf den Trank zu schmeißen. Ich bin nämlich ein extrem geiziger.
der sehr gut auf Items verzichten kann. Ich hoffe einfach, dass du nicht taugen bist. Ich will dir echt die Erfahrung geben können. Crit, eventuell. Kein Crit. Was denn? 3 Schaden überhaupt? Wow. Ich dachte nur 1 Schaden, okay. Do it, okay. Da bei dem gelben Zeug bin ich mir irgendwie nicht immer sicher. Die meisten werden schon sagen, ja, ist safe. Do it, aber ich habe schon meine Erfahrung gehabt. Es ist schon einige Male passiert, dass es trotzdem nicht do it war. Aber kann auch sein, dass ich da bei den ganzen Editionen durcheinander komme und dass es bei manchen so ist und bei manchen nicht. Aber egal. Ja, Tenno, wie viele Pokémon hast du schon gefangen? 5? 4? Ich glaube 4. Wie? Ich denke, du solltest mehr fangen. Eine große Anzahl Pokémon aufzuziehen ist eine ebenso große Herausforderung. Aber es lohnt sich. Je mehr Pokémon du hast, desto glücklicher bist du. In Jubelstadt gibt es eine Trainerschule. Tenno, du solltest sie besuchen. Ja, weil ich es auch zur Trainerschule aufgebrochen. Hier folgt mit deinem Pokédex. Bis später dann. Aber es beschwert er sich. Mehr gab's doch nicht hier, oder? Oder gab's hier irgendwelche Pokémon, die nur nachts oder so spawnen? Oder tagsüber? Ich weiß es nicht. Oder halt selten spawnen. Muss ja nicht an dem Tag-Nacht-Zyklus liegen. Kann auch sein, dass es hier ein paar etwas seltenere Pokémon gibt, die hier seltener spawnen. Die ich jetzt nicht entdeckt habe. Aber sonst können es eigentlich gar nicht mehr so viele Kandidaten geben. Ich müsste eigentlich alles haben, was... Zumindest das meiste haben, was es bisher gibt. Hallo du Trainer, wenn du mit deiner Weisheit am Ende bist und ich weiß, wie es weitergehen soll, sprich mit Leuten, sprich mit dem, den du siehst. Sieh dir die verschiedenen Orte an, reise, wohin du auch reisen kannst. Und so wirst du immer wieder Neues erfahren und erleben. Auf jeden Fall. Also werde ich auch hier erstmal in der Stadt erstmal mich hier ein bisschen umhören. Pokémon sind wunderbare, geheimnisvolle Kreaturen. Aber die Trainer scheinen immer nur an das eine zu denken. Ans Kämpfen. Okay. Danke für diese Weisheiten. Das habe ich heute selber gewusst. Aber geil. So, noch einer hier. Wusstest du eigentlich schon, dass sich einige Pokémon-Arten dann entwickeln, wenn sie vom Kämpfen stärker geworden sind? Was? Echt? Wow. Du bist ja... hast ja den übelsten hohen IQ-Wert, Alter. Junge, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Wenn sie sich entwickeln, dann... dass sie dann ein ganz unterschiedliches Aussehen bekommen können. Nee. Echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Dass es so etwas wie die Entwicklung gibt, macht die Pokémon noch faszinierender. Ja. Gibt's auch welche, die sich halt nicht entwickeln. Gutes Beispiel Pinsir. Oder... was noch? Sichlor. Das sind nur Beispiele. Gibt's auch noch andere. Tauros auch, Tauros. Aber dafür haben solche dann irgendwie so Mega-Entwicklungen. Ne? Also zumindest jetzt hier. Aerodactyl, stimmt. Aerodactyl ist ja auch einer, der nur eine Entwicklung hat, aber halt dafür eine Mega-Entwicklung hat. Kangama. Ja, stimmt. Auch mit einer Mega-Entwicklung dafür. Also da gab es einige Kandidaten halt, aber viele wurden halt mit der Mega-Entwicklung abgespeist dann. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Okay, hi. Bist du wahrscheinlich der Freund? Ich gebe meinem Pokémon immer ein Item zum Erhalten, bevor ich sie tausche. Dann macht man dem anderen Trainer eine doppelte Freude. Kommt auf das Item an, tatsächlich. Hallo Trainer, weißt du viel über Pokémon? Ja, bin zwar jetzt halt nur nicht der Allwissende hier, wie ich schon gesagt habe, aber ich sollte schon wenigstens mindestens die Basis des Spiels verstanden haben. Ah ja. Du bist wirklich sehr klug. Ich wusste sofort, dass du die Trainerschule nicht besuchen musst. Aber du kannst dir trotzdem mal einen Besuch abstatten, wenn du Zeit hast. Vielleicht lernst du ja noch etwas Neues. Dann wollen wir mal schauen. Dann wollen wir mal sehen. Was wir auf jeden Fall hier treffen werden, sind zwei besondere Trainer, die kämpfen wollen. Und es dafür auch Items geben, glaube ich. Heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon gelernt. Der Pflanzentyp ist schwach gegenüber Feuer. Was, echt? Feuer ist schwach gegenüber Wasser. Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Ja, typischer... ja, Bullshit. Also... das sollte wirklich jeder verstanden haben. Glaube ich wenigstens. Junge. Den Scheiß müsst ihr wohl ihr Lappen werfen. Ich habe ein... Isei geschrieben. Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Okay. Hab's irgendwie nicht ganz verstanden.
Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Ja. Am besten ist halt, dass man ihnen Bären gibt. Damit können sie auf jeden Fall was anfangen und können sich halt selbstständig einsetzen. Also Tränke halt nicht. Leider. Bristol ist nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Du sollst dir die Sachen durchlesen, von denen du keine Ahnung hast. Was ist denn solche Sachen, von denen ich keine Ahnung habe? Ja, okay, gut, dann gib mir eine Liste über die verschiedenen Wesen, damit ich mir die mal einprägen kann, einverleiben kann, wenn von den Dingen habe ich auch keine Ahnung. Steht denn hier? Stehen hier vielleicht irgendwas über die Wesen? Dort stehen Pokémon-Bücher. Was steht da drin? Cool. Randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Und was ist da drin? Unnötig. Kann ich da? Ja, hier. Genau selber. Randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Aber lesen kann man den Schmarrn nicht. Super. Hat sich ja gelohnt. Buch lesen. Das ist eines Schülers. Solltest du eigentlich keinen Blick reinwerfen, aber gut. Pokémon werden mit Pokémon gefangen. Okay. Alles klar. Bis zu 6 Pokémon können den Trainer begleiten. Ja, ist auch klar. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, sie aufzieht und mit ihnen kämpft. Die Aufgabe des Trainers ist es, die starken Trainer, die ihn in den Arenen erwarten, zu besiegen. Also die Arenaleiter. Ja. Wenn wir eventuell auch in der Folge schon einen herausfordern. Eventuell. Aber erstmal kriegst du was, Mann. Ja, Montano, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Nein, ich bin eigentlich nur wegen dir hier. Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel stand hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Was machst du hier, Montano? Was? Ich habe ein Paket für dich. Das habe ich auch noch nicht vergessen. Was ist das für mich? Ja, hier das Paket. Ich glaube, da sind nämlich die Karten drin. Was ist das? Klasse, das ist eine Landkarte. Oh, wieso sind das da gleich 2 Karten? Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Ja, du kannst eine haben. Jupp. Und dann bekommt man die Karte, wenn man das Paket mitbringt. Cool. Darauf ist halt da halt der Lucius da. Da wird man halt nicht ohne die Karte für sich verpisst. Ist klar. Also ohne das Paket sich verpisst, damit man hier halt die Karte bekommt. In der damaligen Pokémon-Edition Rot-Blau konnte man, glaube ich, die Karte sogar, wenn man das blind spielt, sogar, glaube ich, übersehen. Weil ich glaube, man hat sie ja von, ne, hier, man hat sie ja von Garys Schwester bekommen. Und ich glaube, wenn man die nicht rechtzeitig angesprochen hat, glaube ich, gibt die einen die Karte nicht. Kann das sein? Das ist nur so eine Theorie, aber kann das wirklich sein, dass man in Pokémon Rot, Blau und eventuell auch Gelb, ja doch, die Karte übersehen kann? Eventuell auch in Feuerrot, Blatt, Grün? Ich weiß es nicht. Wenn es einer weiß, Bescheid weiß, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ich mir die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzlingen gehen. Da gibt es eine Arena, genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Fühlt sich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Das will ich sehen. Man sieht sich! Okay. Oder gibt es noch keine Arena? Momentchen, warte mal. Menü. Warte mal, welche ist denn der erste Arena, Alter? Oh! Scheiße! Okay, da werden wir den ersten Arena-Leiter doch nicht in der Folge sehen. Ich merke nämlich gerade, es ist nämlich dieser Bergarbeiter und der ist ja in einer noch anderen Stadt. Scheiße. Fuck. Boah, Junge. Wie lange dauert das denn? Ich hab Bock auf Arena-Kampf, aber ja. Der ist leider erst in der nächsten Stadt. Sorry, Leute. Na gut, dann muss ich mich halt mit euch hier begnügen. Am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Ja. Los! Los, mein Pokémon! Was hast du denn? Du bist OP-Pokémon jetzt wahrscheinlich. Ein Pokémon? Okay, Abra. Kann das überhaupt irgendwas der Teleport? Aber Level 6, okay, der hat was zu melden. Ach, und ich hab mich vergessen zu heilen. Ja, läuft der bei mir. Bin der bestens vorbereitet. Geil. Scheinlich ist es fast tot. Egal, können wir nochmal von vorne anfangen? Kann ich nochmal kurz ins Pokémon Center gehen? Mich healen? Nicht? Ja, gut. Dann sind wir. Tut mir leid, da muss ich jetzt leider meinen Zug verschwenden. Sehr gut an. Flintfall ist auch ein bisschen angeschlagen. Was kannst du denn? Kraftreserve. Schaden macht denn das? Keine Ahnung von der Attacke. Nö.
So physischer, also wird mir Heuler nichts bringen. Und er ist schneller als ich, ja, ja moin. Scheiße. Fuck! Wird es jede Runde stärker oder was ist denn los? Und wird jede Runde stärker kann das sein? Wow, ich kann ihn aber warteten! Bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Wenn es wirklich jede Runde stärker wird, dann hab ich Arschkarten. Oder auch nicht. Komm, kill ihn. Ja! Oh Gott. Hätte der mich mit Kraftreserve fertig gemacht, ey. Das wäre so traurig. Aber was habe ich auch vergessen, in Pokémon Center zu gehen? Das war im Prinzip meine Schuld. Ich hätte das ist eigentlich schon verdient, von dem besiegt zu werden, weil er hat einfach vergessen, aus dem Pokémon Center zu latschen. Wenn man nicht genügend Pokémon zur Auswahl hat, gewinnt man nur schwer. Naja, heißt für mich nicht so der Fall. Ich musste sogar am Anfang zu Plinfa switchen. Okay, also mit dir werde ich erst kämpfen, wenn ich mal kurz im Pokémon Center geblieben habe, weil Plinfa ist jetzt auch hinüber, wenn er gerade Kraftreserve hat. Ja, Pokémon Center ist auch gleich nebenan. Cool. Na, hier mal kurz. Hier bitte. Danke dafür. So. Thanks. Obwohl, ich kann mich ja auch mal kurz in das Pokémon Center umhören. Gibt es auch ein paar Leute, die das eine oder andere was zu bequatschen haben. Oben befindet sich der Connex Club. Da kannst du mit anderen Leuten chatten und tauschen. Aber das verlängert sich alles. Sieh doch nicht unbedingt mal um. Das ist Online-Scheiße. Kann ich halt nicht machen, weil es ja ein Emulator ist. Ja, das ist. Tauschen. Online kämpfen. Was machst du hier? Hier kannst du die Rückseite des Trainerpasses unterzeichnen. What? Echt? Willst du deinen Trainerpass unterzeichnen? Okay. Oh, ich darf mit einem Stift unterschreiben. Ja, Emulator, tut mir leid. Ich muss nur kurz meine Maus nehmen. Das zu unterschreiben. Scheiße, wo ist sie? Fuck. Ich hab die für das letzte Let's Play kurz abgenommen. Ah, hier ist sie. Meine geile MSI-Maus, die ich von der Lootbox bekommen habe, die ich zum Laptop dazu bekommen habe. War einfach eine fucking geile MSI Gaming-Maus dabei. Die ist mega heftig. So. Ich muss ein bisschen klein schreiben, weil mein Name sehr lang ist. Ach nee, ich muss ja wie meinen Namen unterschreiben. Das heißt, da muss dann Ten, jetzt kann ich ein bisschen größer schreiben und ein Punkt. Okay, der Punkt ist ein bisschen groß geworden. Kann ich irgendwie, habe ich irgendwie ein Radiergummi oder so? Nee, ich habe kein Radiergummi. Okay, gut. Es ist eine Unterschrift. Fertig. Ja, der Punkt ist etwas groß geworden, aber gut. Was mache ich für einen Scheiß? So, Controller kommt wieder her. So, Maus. Geh beiseite. Lass den Profi zocken. Bis zum nächsten Mal. Also, es bringt das eigentlich im Prinzip nur was für das Online-Zeug, aber ja, ich hab's einfach mal gemacht. Konnte ich mal sehen, wie das auf dem Emulator, wie scheiße es auf dem Emulator mit dem Schreiben läuft. Also, wenn ich sag, mit dem Stift auf dem richtigen DS wäre das wirklich viel geiler, aber ja, geht halt nicht anders. Oh. Randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Alter, steht hier überhaupt überall fast das gleiche. So scheiße. Und sie ja kommen mit Scheiße lesen. Auch wenn dich bereits sechs Pokémon begleiten, kannst du weitere fangen. Die werden automatisch an deinem PC gesendet, auf dem du in jedem Pokémon-Center Zugriff hast. Ja. Kann unglaublich viele Pokémon fangen. Und es macht jedes Mal Spaß, die PC in einem Pokémon-Center zu überprüfen. Ja, jeder Tag. Das verbirgst du ja eigentlich. Schrecklich leid. Wir haben in der Zeit unter der Erde kein Sohn auf die für Unbefugte. Versuche später nochmal. Wir haben hier leider keinen Zutritt. Versuchen sie später nochmal. Oh Mann. Wusstest du, dass Pokémon sich nach Typen unterscheiden? Ja. Wie Wasser, Feuer und Pflanze. Man sagt, die Typen haben Vorteile und Nachteile gegenüber anderen Typen. Ja, und genauso ist es auch mit den Attacken, oder? Was bei der vierten Gen schon so? In der dritten Gen war es. In der dritten Gen war es auch schon so, ne? Ja, doch. Aber ich glaube, in der dritten Gen war es noch so.
ich glaube sogar noch hier, dass die Typen, die Form der Attacken, sage ich mal, also hier speziell und physisch, vom Typen abhängt. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es noch in der... Scheiß Maus. Ich weiß aber nicht, ob es in der vierten Gen noch so ist. Bei der dritten Gen war es, glaube ich, auf jeden Fall noch so. Na egal. Auf jeden Fall. Ja, möchte ich jetzt den letzten Trainer herausfordern. Das heißt, die Trainerin wohl eher. Ich habe mich gerade erst mit einem, mit meinem Pokémon angefreundet. Da weiß ich nicht, ob es klug ist, aber können wir gegeneinander kämpfen? Okay. Ich muss immer alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Okay. Stückelt Lotte, was hat die hier am Start? Noch ein Abra. Ja, nee, kann der auch hier. Das Teil, die Attacke. Wenn ja, kann es eventuell böse enden. Ja, nee, eigentlich nicht, aber. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Vor allem nicht anscheinend. Ich glaube, die Attacke hat nämlich bei verschiedenen Pokémon andere Effekte, glaube ich. Das ist spezieller an dieser Attacke. Und da ich jetzt auch Ladevorgang habe, bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, wie ich anfangen soll. Soll ich jetzt Silberblick spielen und seine Verteidigung versinken lassen? Oder soll ich meine Spezialverteidigung pushen? Was sogar echt eigentlich schlau wäre, weil er greift ja mit dem Teil speziell an. Und das mache ich sogar mal. Ich habe zwar keine Elektroattacke, die ich pushen kann, aber meine Spezialverteidigung wird erhöht. Scheint das letztlich auch. Spezialverteidigung wahrscheinlich steigt, ja. Kraftreserve. Müsste eigentlich speziell sein. War das jetzt schwächer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es wirklich hier so und das ist hier. Ja, stimmt, dann ist es eventuell doch so, dass die Form der Attacken den Typen entsprechen. Und da Kraftreserve, glaube ich, normal ist, natürlich normal, müsste das doch physisch sein. Obwohl es eher speziell aussieht. Wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, ob es hier in der vierten Gen noch so ist. Ob hier. Jeder Attacke auch seine eigene Form hat, also halt ist ja physisch und speziell. Oder ob das so wie in der dritten Gen ist, dass jeder Typ, dass es auf die Typ ankommt. Und ich jetzt mal meinen ersten Zug verschwendet habe. Ich säge einfach mal seine Verteidigung. Mich auch mal hier Schaden machen. Ich verschwende ihm nur meine Zeit. Zu sehen, Kampfreserve kam trotzdem durch. Sehr stark zu müssen. Jetzt muss ich zurückschlagen. Jetzt muss ich zurückschlagen. Der ist auch schneller als ich. Okay. Ist auch böse. Der kriegt mich vorher fertig, ne? Kriegt mich auf jeden Fall vorher fertig. Das, wenn ich ihn jetzt tooten kann. Nee, der killt mich. Der killt mich. Der macht mich fertig. Ich bin ziemlich sicher, dass er mich jetzt so mit einer Kraftreserve killt. Geh das Risiko nicht ein, ich will nicht, dass du stirbst. Macht da jetzt keinen Unterschied, ob er jetzt stirbt. Aber nee. Ich bin doch kein Sklaventreiber oder so, dass ich hier die alle in den Tod reiße. Nee, bin ich nicht. Ich agiere schon taktisch und rette meinen Kumpanen. Ich habe wahrscheinlich Level 10 verdient. Fünfer kommt aber nicht hinterher, ne? Oder? Nee, ganz knapp nicht. Also das heißt, Plinfer muss jetzt wieder ein bisschen kämpfen, um wieder mit ihm mithalten zu können. So. War aber ein netter Kampf. Wir waren eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es schaffen würden. Und jetzt bin ich einfach nur glatt, wie stark du bist. Wow. Wenn du magst, sprich meinen Freund hier an. Er hat sicher eine Themen für dich. Okay. Gehört, das ist eine Themen für mich. Puh, das ist wirklich gut. Wir üben jeden Tag und haben doch keine Chance gegen dich. Du wirst diese technische Maschine mit Sicherheit richtig einsetzen. Ist es denn? Hier bitte! TM10, ja, das sagt mir jetzt auch nichts. Welche TM ist denn da drin? Ja, eine technische Maschine, auch TM genannt, erhält eine Pokémon-Attacke. Ja. Kannst sie aber in der vierten Gen, glaube ich, noch hier nur einmal einsetzen. Ich glaube, erst ab der fünften Gen kann man sie endlos einsetzen.
Setzt eine TM ein, kann ein Pokémon sofort eine Attacke erlernen. Aber eine TM kann nur, ja, kann nur einmal eingesetzt werden. Verschwende sie nicht. Ja. Erst ab der 5. Gen kann man die TMs endlos einsetzen. Okay. Aber welche TM ist es denn jetzt? Das hat er mir jetzt gar nicht gesagt. Arenaleiter, glaube ich, die sagen mal ein, welche der Attacke dahinter steckt. Aber bei dem hat er jetzt keinen Mucks darüber gesagt. Kraftreserve, ja, das ist doch gut. Stärke und der Typ dieser Attacke hängen vom jeweiligen Pokémon ab. Okay. Und sie ist vom Typ normal. Ja, aber es kommt von dem Pokémon ab tatsächlich. Okay. Und die Stärke auch. Soll ich die jemandem geben? Und Scheiß. Warte mal. Scheinux, ist das was für dich? Er kann es schon mal lernen. Plinth war auch. Wäre das was für ihn? Ich weiß nicht, ob ich das verschwinden will. Ich mach's mal einfach. Kann sein, dass ich natürlich Kraftreserve jetzt verschwendet habe, aber ich will es mal versuchen. Mal schauen, wie das auswirkt. Ich probiere mich eher durch. Ich hab keine Ahnung oder so. Nee, ich probiere wohl eher durch hier. Mal schauen, wie das enden wird. Wahrscheinlich böse. Hi. Oh, oh, oh. Du nennst dich einen Pokémon-Trainer und bist es kein Pocket? Das ist sowas wie eine Pokémon-Armbanduhr, die dann auf dem Touchscreen ist. Ich weiß. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt? Du musst wissen, ich habe den Pocket erfunden und stell ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist, drei Clowns in die Jubelstadt zu finden. Wenn du sie findest und... Nun, du kannst einen Pocket bekommen. Ja. Ist das... Das Spiel abgestürzt? Ist das... Nee, mein Controller ist einfach abgestürzt. Boah, ich dachte schon, das Spiel ist abgestürzt. Aber nee, mein Controller ist einfach... abgestürzt. Lol. Alter, ich dachte jetzt wirklich... Mein Spiel ist abgestürzt. Nee, ey, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Nee, nicht nochmal alles machen hier, nee. Nee, danke. Habe jetzt wirklich Angst gehabt. Nee, nur mein Controller ist abgestürzt, warum er für ein Problem hat, Akku leer oder so. An meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen, ja. Hier ist der erste Clown. Hallo, ich bin ein Clown der Pocket-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird der Pokémon durch Kämpfe und durch Erfahrungspunkte stärker? Ja, auf jeden Fall. Ding Ding, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das ist meine Entwicklung. Hier, bitteschön, dein Pocket-Coupon. Coupon Nummer 1. Sehr schön. Aber ich glaube, die anderen Coupons sammeln wir in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert das Passwort und ja, in der nächsten Folge wird sich weiter durchprobiert. Hier in Pokémon Diamant Edition. Bis demnächst und ciao.